Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Lands of Lore begrüßen zu dürfen. Ich war ein bisschen einkaufen und habe erst einmal ein bisschen Zeug verkauft, wie man hier sieht. Unser Ding ist jetzt relativ leer. Und ja, das ist das Übliche hier. Außerdem habe ich noch ein paar Zauber gekauft. Und zwar das hier. Und zwar Entgiften. Dieser Zauberspruch entfernt nicht nur alle Giftspuren aus dem Körper des Magiers, sogar eine Verstrahlung, sondern gibt für eine gewisse Zeit sogar zusätzlichen Schutz vor neuerlicher Vergiftung. Das fand ich jetzt eigentlich nicht schlecht, dass wir auch unser Gift hier wegmachen können. Außerdem, ich habe mal die große Klinge geholt. Er schafft eine zielsuchende, doppelschneidige Axt aus reiner Energie. Da war ich einfach mal neugierig, wie das da ist. Die setzen wir auch vielleicht mal jetzt hier rein. Außerdem habe ich eine große Heilung noch geholt. Dieser Zauberspruch gibt den Magier einen großen Teil seiner Trefferpunkte zurück. Fand ich auch irgendwann mal interessant. Außerdem verhüllte Homunculohammer. Unter dem Einfluss dieses Zaubers ist der Begleiter der Person, die den Zauber ausspricht, unsichtbar und kann in keinster Weise wahrgenommen werden. Dieser Zauber ist noch effektiver als gewöhnlich Unsichtbarkeit, sodass der Begleiter auch weiterhin Gegner angreifen kann, ohne den Zauber zu brechen. Das finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir noch den vergrößerten Homuncula. Durch diesen Zauber wächst der Begleiter der Person, der diesen Zauber ausspricht, auf doppelte Größe an. Unter dem Einfluss dieses Zaubers kann der Begleiter in der gewählten Kampfform noch zusätzlichen Schaden anrichten und ist gegen körperliche Angriffe bestens geschützt. Dann habe ich noch geholt, Homuncula wiederbeleben. Dann können wir es jetzt auch endlich wiederbeleben. Dieser Zauber erweckt die magische Begleiterin des Spielers wieder zum Leben, falls sie getötet wurde. Zur Anwendung wird Ahnenmagie benötigt. Ah, verdammt. Da brauchen wir also Ahnenmagie. Und dieser Zauber macht eure magische Begleiterin für 10 Sekunden unverwundbar. Ah, nur 10 Sekunden. Ja, da habe ich mir ein bisschen mehr davon versprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Gelegenheit, euch zu dienen. Ich habe viel, viel Geld ausgegeben. Aber, ja, na gut. Ist sie eigentlich da? Eigentlich ist sie da. Okay, alles klar. Dann hätte ich gesagt, gehen wir jetzt doch noch einmal zurück zu dem Portal und gehen da nochmal rein. Vielleicht können wir dann doch jetzt noch was da weitermachen. Ich denke, das ist auf jeden Fall keine so schlechte Idee. So, gegen den Hunger haben wir auch wieder was getan. Ich finde es ziemlich krass, dass wir damit auch den Hunger stillen können. So, und mein Fazit zu diesem, was ich das letzte Mal gemacht habe, statt des Endkleid dieses DG Voodoo 2 oder wie es heißt, zu nehmen. Ich glaube, das hat ziemlich was gebracht. Weil es scheint tatsächlich viel, viel besser zu laufen. Diese Ruckelpartie habe ich zum Glück jetzt nicht mehr. Also, das hat echt was gebracht. Das muss ich mir merken, dass man Endgleit vielleicht bei manchen Spielen nicht ganz so toll ist. Sondern, dass man da vielleicht doch was anderes noch nehmen sollte oder könnte. Wir speichern nochmal. So, theoretisch sollte ja jetzt hier erst einmal nichts passieren. Wir haben ja die Gegner alle erledigt gehabt. Ich meine, wir haben auch mal wieder Respawn. Aber ich glaube, so schnell ist der Respawn auch wieder nicht. Hier speichern wir nochmal. Ah ja, da habe ich das Zeug liegen gelassen. Hier war unser Gegner. Genau, da waren wir schon.
Da sollen jetzt gleich die Käfer kommen. Dann probieren wir mal eine Sache aus, und zwar den einen Zauber mit den Vergrößerungen. Okay. Muss ich den... Kann ich den nicht einfach so sprechen? Ja gut, dann müssen wir es mal so machen. Wir haben nicht genug Mana dafür. Naja gut, was soll's. Boah, es wackelt wieder alles. Das sind die Käfer. Gehen aber relativ gut zu erledigen. Da konnte man wieder was zuschlagen. Ist hier oben irgendetwas Interessantes? Ja, Tatsache, hier geht's weiter. Oh, was haben wir denn da Schönes? Gorgonit. Sehr schön. Und? Normales Schwert. Okay, aber das hat doch was gebracht. Ein kleines Geheimversteck gefunden. Das ist doch mal nicht schlecht. Sind die schon alle erledigt? Sind die schon alle erledigt? Ist aber eine sehr kleine Kröte, was? Kann ich auch unsere Gisela irgendwie wieder heilen? Hm. Wow! Gute Frage. Das sind Feuerwürmer. Drachen brauchen tausende von Jahren, bis sie ausgewachsen sind. Diese vierbeinigen, jungen Drachen ziehen am liebsten in Gruppen umher, bevor sie im Alter zu Einzelgänger werden. Sie fangen gerade erst an, Feuer zu spucken, sind ziemlich intelligent und ausgesprochen verschlagen. Gorgonit-Perlenhammer, das ist gut. Und Drachenfleisch. Das Fleisch ist schwer zu kauen, aber sehr lecker und sättigend. Angesichts der Seltenheit dieses Fleisches solltet ihr euren Appetit wieder zügeln und das Zeug lieber den Meistbietenden verkaufen. Okay, scheint aber auch teuer zu sein. Alles klar. Naja, und da ist der andere Weg. Aha. Guck mal, da unten geht es auch noch irgendwo lang. Ah. Müssen wir uns mal ein bisschen umschauen. Hier ist eine Sackgasse. Wir könnten natürlich da runterspringen und da schauen, wo es weitergeht. Oder wir gehen erstmal den anderen Weg anschauen. Den hier. Wo führt uns dieser Weg denn hin? Da können wir wieder was kaputt schlagen. Und ansonsten sind wir hier in der Sackgasse. Dann müssen wir wohl da runterspringen, schätze ich mal. Ja, das sieht aus, als ob es da noch irgendwie hingeht, aber wir können ja nicht fliegen. Na gut, dann müssen wir wohl da runterspringen. Hallo? Ich häng? Jetzt nicht mehr.
Kann man den da runterstoßen? Nee. Speichern und... Und tot. Ja, okay. Warum auch immer wir jetzt gerade gestorben sind. Kochendes Wasser vielleicht. Oder ist es zu hoch? Ist es zu hoch für uns? Ich kann da auch irgendwie nicht richtig drauf. Ich stehe da auch irgendwie nicht richtig drauf. Versuchen wir einfach mal so ins Wasser zu springen. Hier oder da drauf zu springen. Ja, okay. Also ins Wasser zu springen bringt definitiv nichts. Das dürfen wir nicht. Anders als anderes Wasser ist es wahrscheinlich kochendes Wasser, wo... Ja. Ha. Scheinbar geht es auch nicht. Okay. Und da hinten hinspringen, wo der Ausgang ist, geht irgendwie anscheinend auch nicht, ja? Nee, entweder ist es zu hoch oder ich habe keine Ahnung. Hm. Oder ich mache das ganz falsch gerade. Okay, aber wie geht's denn dann hier weiter? Ich habe jetzt gedacht, wir müssten da unten lang gehen hier, aber wahrscheinlich ist es zu hoch. Hm. Und wie geht's denn dann weiter? Ja, jetzt sehen wir das schön, wie es hier weitergeht, aber... Hä? Ich verstehe es gerade nicht, wie wir hier weiterkommen. Ist das irgendwie ein geheimer Weg hier, von da nach da? Nein, es ist kein geheimer Weg. Ich dachte jetzt sowas wie eine unsichtbare Brücke oder sowas. Aber nein, das ist es nicht. Es ist nicht der Sprung vom Kopf des Löwen. Das Ding können wir auch nicht bewegen. Halt mal, und das ist da, wo wir, glaube ich, herkommen, oder? Ja, das ist da, wo wir herkommen. Da waren wir ja schon, da müssen wir nicht rüberspringen. Mist. Das ist das Ding hier unten, wo wir hin müssten. Hm. Sehen wir vielleicht mit dem Licht ein bisschen besser? Wenn wir hier mal ein bisschen Licht machen? Nee, er scheint es nicht weiter zu gehen. Hoppala. Diese Dinger können wir auch nicht verschieben. Nee, das geht auch nicht. Das Ding können wir nicht abschießen. Also ich würde nur diesen Weg hier sehen. Aber da runter zu springen. Und wir sind tot. Das heißt, das geht auch nicht. Wir kommen so nicht runter. Habe ich irgendwas übersehen? Und wenn ja, was? Muss ich da irgendwo runterspringen? Kann ich mir nicht vorstellen. Die Dinge habe ich kaputt. Ah! Ich muss mehrmals drauf klopfen. Dann passiert was. Okay. Dann lass uns auf den anderen auch nochmal drauf klopfen. Vielleicht passiert dann auch was. Ich dachte, es langt, wenn man einmal drauf klopft. Ah. Ja, was ist jetzt passiert? Ah.
Also die Dinger sind kaputt. Das ist kaputt, das andere ist kaputt. Da kommen wir weiterhin nicht hoch. Oder komme ich da irgendwie doch hoch? Nee. Man sieht auch auf der Karte, dass es da nicht weitergeht. Hat sich jetzt vielleicht irgendwas da hinten geändert? Hat sich jetzt hier was geändert? Dass wir jetzt hier weiterkommen? Ja, guckt an. Da passiert was. Hätte ich da drauf springen sollen? Ja. Wenn ich da drauf springen sollte, dann definitiv nicht so. Wahrscheinlich müssen wir hier ganz hoch gehen. Uah! Das war jetzt eigentlich nicht so gewollt. Nein, das war echt nicht so gewollt. Okay, neuer Versuch. Jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt geht's hier runter. So. Sehr schön. Ich hab Gegner. Eventuell. Also man muss anscheinend da draufhauen. Da meine ich. So, jetzt aber. Ah ja. Huch. Wieso haben wir jetzt so viel von dem Zeug hier gekriegt? Naja, egal. Weiter geht's. Ja, das ist ein ganz schönes Labyrinth hier. Ja doch, das Ding macht, die Klingen machen schon was her. Die Klingen machen da doch schon was her. So, sehr schön. Wir sind mittlerweile Stufe 5 geworden. Anfälligkeit gegen Kälteschäden. Ja, das ist eigentlich auch relativ klar. Dann das halt was? Nee, ich glaube nicht. So. Und da geht es wohl weiter. Sehr schön. Man kann sagen, das ist doch ein sehr, sehr schönes Dungeon eigentlich geworden hier.
Wo ist der andere? Da habe ich doch gerade noch einen gesehen gehabt. Wow, 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 wow. Okay. Vorsichtig sein hier. Okay, das sieht kompliziert aus hier. Das sieht ziemlich kompliziert aus. Da unten scheint mal irgendwie einen Weg zu haben. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie runterkommen. Problem ist wahrscheinlich, runterspringen dürfte wahrscheinlich nicht gehen. Die geht hoch. Runter, aber nicht, mich doch attraktiv, oder? Ganz runter. Du hast mich ja schließlich ausgesucht. Du findest mich doch attraktiv, oder? Du hast mich ja, ja, ausgesucht. Das Ding nervt so ein bisschen. Was haben wir denn da Schönes? Ein neues, ein stacheliges Eisenschild. Aber du musst dafür in deine Aufzeichnung gucken. Schutz 106. 108 ist auf jeden Fall um einiges besser. Okay. Die Stacheln an diesem Schild sind mit Sicherheit praktisch im Nahkampf. Der Nahkampf verstärkt dieses Schild jeden Angriff um 10 Punkte. Okay. Das heißt, ich habe es mir doch fast gedacht gehabt. Da haben wir 30. Hatten wir da nicht auch schon mal mehr gehabt? Nee, da steht leider nichts dabei. Ich dachte, ich hätte da schon auch schon mehr gehabt. Ein Langschwert, das ist auch ein Langschwert. Ja, egal. Okay, ich werde hier auch Schluss machen. In der nächsten Folge machen wir dann weiter und dann schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Irgendwie müssen wir da wahrscheinlich runterkommen, schätze ich mal. Und zwar lebend. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.